Liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Enercap. Mein Name ist Georg Iglinger und ich will etwas zum Thema Einfahren von Elektroautos sagen. Muss man ein E-Auto einfahren wie einen Verbrenner? Muss man einen Verbrenner überhaupt noch einfahren? Ja, das sind aktuelle Fragen, die interessanterweise diskutiert werden und meine Meinung dazu, mein Fachwissen, möchte ich hier ein bisschen preisgeben. Dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte meinen Kanal abonnieren. Ich habe schon wirklich viele Abonnenten. Es hätte ich mir gar nicht träumen lassen, dass so viele meinen Kanal abonnieren. Also ich freue mich über jedes neue Abo. Wem das Video gefällt, unbedingt einen Daumen hoch, vielleicht auch kommentieren und eventuell auch aufs Glöckchen klicken. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Und Abos sind kostenlos hier auf YouTube. Und vielleicht auch noch in meinem Shop vorbeischauen, www.enercap.at. Einfahren von E-Autos. Muss man ein Elektroauto einfahren? Ein Verbrenner? Muss man einen Verbrenner einfahren? Also früher, das weiß ich, mein Opa, der hat noch in sein Auto ein Einfahröl gefüllt. Da fuhr man dann die ersten 500 oder 1000 Kilometer mit dem Einfahröl. Und dann hat man das Öl gewechselt, das war dann tiefschwarz vom Metallabrieb. Übrigens, das Motoröl ist schwarz, weil da kleine Metallpartikel drin schwimmen und die lassen es schwarz erscheinen. Vor allem das Aluminium von den Kolben und vom Zylinder, sofern er innen aus Aluminium ist. Gibt es verschiedene Ausführungen, aber egal. Und der ganze Metallabrieb macht das so schwarz. Und das ist deswegen wichtig, dass dieser Metallabrieb in geordneten Bahnen verläuft, weil sich da alle Teile noch einlaufen. Es gibt nämlich in einem Verbrennungsmotor Metallflächen, die aufeinander gleiten. Das sind einerseits die Kolben, die da auf und ab gehen im Zylinder und an der Zylinderwand reiben und andererseits die sogenannten Gleitlager. Die Gleitlager hat man vor allem bei der Kurbelwelle und bei den Nockenwellen. Und zwar deswegen, weil Gleitlager einfach die höchsten Drücke, die höchsten Kräfte aufnehmen können. Da wird auch mit einer Pumpe Öl hineingedrückt, sodass zwischen den gleitenden Flächen, also zwischen dem Kurbelwellenzapfen zum Beispiel und dem Kurbelwellenlager, ein feiner Ölfilm entsteht und auf diesem Ölfilm bewegt sich dann oder gleitet das schwimmt so dahin. Deswegen. Ja, es ist auch ganz wichtig, weil sonst würde man nicht sehr weit kommen ohne das Öl, weil dann wäre sofort Metallabrieb in Reinform und das geht nur ganz kurz gut. Da gibt es auch genug Videos auf YouTube, wo man sich das ansehen kann, was passiert, wenn man kein Öl im Motor hat. Lang geht's nicht. Aber trotzdem, es gibt so Anfahrsituationen, wo der Öldruck noch nicht da ist und dann gleitet das doch Metall auf Metall. Diese Lagerschalen sind in diesen Gleitlagern sind Lagerschalen aus speziellem Buntmetall, die das besonders gut noch verkraften können. Aber das muss sich alles ein bisschen einlaufen. Früher, als die Fertigungstoleranzen noch nicht so gut waren, die Werkzeugmaschinen waren nicht so toll wie heutzutage, konnte man das nicht so genau bauen und dann musste das eine Zeit lang einlaufen, damit das dann nicht kaputt geht. Aber bei einem modernen Verbrenner ist das eigentlich ziemlich Geschichte. Sicher, es ist schlau, wenn man die ersten 500 oder 1000 Kilometer nicht fährt wie ein Irrer. Allerdings auch nicht mit zu geringer Belastung. So mittlere Belastung ist ganz gut. Es steht zwar jetzt nirgends mehr eine Einfahrvorschrift, das gab es früher wirklich, Einfahrvorschriften der Autohersteller. Eigentlich ist das eh schon überholt. Aber warum soll das jetzt beim Elektroauto auf einmal notwendig sein, wo man einen Verbrenner nicht mal wirklich einfahren muss? Auch, glaube ich, der Horst Lüning spricht davon, man soll ein Elektroauto einfahren. Ich halte das als Maschinenbauingenieur für kompletten Bullshit. Entschuldigung, aber das ist Blödsinn. Es gibt da nur mehr sogenannte Wälzlager. Ein Wälzlager ist ein Lager, wo irgendein kleiner oder kleine Metallkörper sich drinnen rollend bewegen. Das können Kugeln sein, das können Rollen sein, Tonnen, Nadeln, Kegelrollen. Gibt es alle möglichen Arten von Wälzlager, je nachdem wie die Belastung ist, von welcher Seite sie kommt, wie groß sie ist, wie die Baugröße ist, wie man das dort unterbringt und so weiter. Aber allen Wälzlagern ist eines gemein, sie haben unter normalen Bedingungen keinen Verschleiß. Also sie haben schon einen Verschleiß, aber der Verschleiß ist sehr gering.
Und normalerweise halten solche Wälzlager, wenn sie gut ausgelegt sind, eigentlich so lang, wie es notwendig ist, Leben, also Lifetime, ja, für die Lebensdauer der Maschine kann man die bauen. Das ist kein Problem. Und die funktionieren vom ersten Tag weg vollkommen ohne Einfahren, weil wenn es zu einem Abrieb kommen würde, dann ist das Lager sowieso, wird das Lager kaputt. Da darf es keinen Abrieb geben oder auch sogenannte Pitting-Bildung. Also wenn die Flächenpressung zwischen den Teilen zu groß wird, dann brechen da kleine Stückchen vom Metall heraus und das führt natürlich zu einem Verschleiß. Wenn das mal passiert, dann ist der Tod des Lagers nicht mehr weit. Also das darf sowieso nicht passieren. Also die Teile müssen sich nicht einlaufen, sie können sich auch gar nicht einlaufen, weil einlaufen hieße, dass es zu irgendwelchen Verformungen oder zu Abrieb kommt, aber wenn das in einem Wälzlager passiert, dann ist das der sichere Tod. Also es gibt keinen Einfahrbetrieb eines Wälzlagers. Und sonst alle bewegten Teile, es gibt nur mehr rotierende Teile, nicht wie im Verbrennungsmotor, wo die aneinander gleiten, wie zum Beispiel Kolben auf und ab. Es gibt nur rotierende Teile beim Elektroantrieb und die sind alle mit Wälzlagern gelagert, weil das funktioniert. Und so ein Wälzlager ist viel billiger und einfacher und ein Gleitlager mit Ölschmierung und so weiter viel aufwendiger. Hat man alles weggelassen, weil man es nicht braucht. Und ein Wälzlager muss nicht eingefahren werden. Und deswegen dürft ihr ruhig mit eurem Elektroauto vom ersten Meter weg ganz normal fahren. Müsst euch keine Gedanken machen. Bei den Bremsen ist das ein bisschen anders, aber klar, wissen wir, Bremsen, da gibt's, wenn Bremsen gleiten würden, würden sie nicht bremsen. Nein, Bremsen brauchen ein bisschen zum Einlaufen, gerade beim Elektroauto werden die Bremsen sowieso kaum benutzt. Also vielleicht mal hier und da in die Neutralstellung gehen beim Ausrollen, um einmal die Betriebsbremse wirklich zu nutzen. Nicht zu wild, nicht zu leicht, sodass sie verglast, sondern hier und da mal ein bisschen bremsen, das ist ganz gut, damit sich auch wieder die Reibflächen ordentlich neu bilden können, damit die Bremse dann auch ordentlich verzögert, wenn es mal notwendig ist. Also das ist okay. Auf die Bremsen kann man da ein bisschen Rücksicht nehmen, auch auf die Reifen kann man ein bisschen Rücksicht nehmen am Anfang. Aber das Auto an sich hat keine Einfahrphase. Ich hoffe, ich konnte das damit ein bisschen erklären, warum das so ist. Und ich wünsche euch beim Einfahren, ja, einfahren muss man sich selbst aufs Elektroauto. Am Anfang macht es besonders viel Spaß, gerade wenn man einen Tesla hat, das Tesla-Grinsen. Ich habe da mal von Mundwinkelschmerzen gesprochen. Es ist wirklich, also wenn man die ersten Kilometer damit fährt, es macht wirklich verdammt viel Spaß. Also das Einfahren betrifft wohl eher den Fahrer und nicht das Fahrzeug. Wie gesagt, ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit euren Elektroautos, egal ob sie nagelneu sind oder nicht. Und steckt eure Mitmenschen an mit der Elektromobilität, zeigt ihnen die Vorzüge, zeigt ihnen den Spaß, erklärt ihnen die falschen Fakten, dass das Blödsinn ist, was da verbreitet wird, da viele, viele Schwachsinn. Ich glaube, ihr seid eh alle gut informiert. Wenn nicht, es gibt so viele Videos, die alles erklären, so viele gute Seiten im Internet, die alles erklären und die echten Fakten offenlegen. Deswegen steckt eure Mitmenschen an, die E-Mobilitätswende muss ein bisschen an Fahrt gewinnen, wir brauchen das, jeder muss mitmachen, jeder kann einen Beitrag leisten. Und danke fürs Zuschauen, ich freue mich aufs nächste Video, bis zum nächsten Mal, tschüss.